zu einer neuen Folge Boote und Technik. Ich bin Frank und betreibe die Webseite booteundtechnik.de. Ja, wer mich noch nicht kennt, seit März 2020 leben Heike und ich auf unserer Manatee, einer Bavaria 47 Ocean und wir liegen zurzeit in Dominika, in der Prinz Rupert B vor Anker. Und nach ein paar Touren hier auf Dominica kann ich berichten, dass uns diese Insel außerordentlich beeindruckt. Besonders die abwechslungsreiche Vegetation und die freundlichen Menschen. Aber das soll nicht das Thema dieses Podcasts sein. Nein, ich möchte ganz gern aus der technischen Perspektive meiner Erfahrungen und meine Gedanken unseres Atlantik-Turns, unserer Atlantik-Überfahrt mit euch teilen. Ja, nach unserer Ankunft nach 15 Tagen und zwei Stunden von Mendelo nach Martinique haben wir uns einen Platz im Hafen von Lemarin gegönnt. Diesen Platz hatten wir vorher von Mendelo aus schon reserviert für den Fall, dass Reparaturarbeiten notwendig werden. Ja, da uns auf unserer Überfahrt zum Glück nichts kaputt gegangen ist, gab es auch keine außerplanmäßigen Arbeiten. Eher kleine verbesserungsprojekte und vor allem ja eine planmäßige wartung für unseren dieselmotor und den generator was lehmarin betrifft so kann ich versichern dass an diesem ort alle technischen probleme an einem boot behoben werden können natürlich kann es dauern das äh, richtige ersatzteil dann auf die insel zu bekommen aber was Bootservice angeht, Rigging angeht, da gibt es auf dieser Insel, also in Le Marin, ähm, da wo der Hafen sich befindet, auf Martinique, alle Möglichkeiten. Ja, während unserer Atlantiküberquerung, da hatte ich immer wieder Gedanken zur Technik und auch zur Komplexität eines Bootes. Ich stellte mir vor, wie ich reagiere, wenn wichtige Systeme den Dienst quittieren. Vor allem am Anfang unserer Überfahrt schossen mir diese Gedanken durch den Kopf. Ja, unabhängig von Technikproblemen möchte ich euch von einer sehr ungewöhnlichen Begebenheit erzählen. Wir waren etwa 300 Seemeilen von Cap Verde entfernt und das Ungewöhnliche war im Nachhinein, dass ein Segler, den ich in Martinique getroffen habe, ja die gleiche Begegnung hatte. Ich möchte diese Geschichte gern mit euch teilen. Heike hatte die Wache in der Nacht und weckte mich mit dem Hinweis, dass ein Fischerboot, welches auf dem AIS sichtbar war, ja ständig unseren Kurs kreuzte. Und äh, wir waren noch circa fünf Meilen entfernt. Und klar, gut, dass sie mich geweckt hat. Äh, auf dem AIS war das Boot als äh, zehn Meter langes Fischerboot ausgewiesen und das kreuzte wirklich unsere Kurslinie. Ja, das ist vielleicht erstmal nichts Ungewöhnliches. Ein Fischerboot, welches fischt mit ausgebrachten Netzen, verfolgt ja nicht unbedingt eine gerade Kurslinie, aber es kreuzte komischerweise immer wieder in unserer Kurs, Kurslinie hin und her. Das Erste, was ich gemacht habe, war einfach mal unseren AIS-Sender auszuschalten. Und ich habe unseren Kurs um 30 Grad Steuerbord verändert. Das ging auch ganz gut von den äh, Bedingungen her. Das Segel wurde dann auf den neuen Halbwindkurs praktisch angepasst und wir machten gute Fahrt durchs Wasser. Und das Fischerboot lief dann direkt auf unsere alte Kurslinie zu. Ja, aber wir entfernten uns immer mehr nach Steuerbord. Und irgendwann waren wir auf der gleichen Höhe, aber mit einem, mit einem Abstand von, ja, circa einer Meile. Wir haben dann aus der Ferne auch Lichter gesehen und hatten zur Sicherheit unsere Navibeleuchtung angelassen. Ja, plötzlich nahm das Boot wieder Kurs auf uns. Ich machte den Motor an und habe so unsere Geschwindigkeit dann auf dem gleichen Kurs etwas erhöht. Und so konnten wir uns praktisch von diesem Fischerboot immer weiter entfernen. Ja, achterlich äh, Backboard habe ich dann je nach Wellenhöhe die Lichter sehen können von diesem Boot, aber irgendwann ja, waren sie dann weg und der Abstand war auch groß genug. Danach haben wir praktisch unseren alten Kurs auf Martinique wieder eingestellt, ja, den Motor ausgeschalten, nach einigen Meilen Abstand auch wieder unser AIS Sender ja, in Betrieb genommen. Puh. Was war das? Hm in Martinique traf ich einen Segler in der Marina und er erzählte mir ha genau die gleiche Geschichte Circa 300 Seemeilen hinter Kap Verde das Fischerboot kam direkt auf sein Boot zu und strahlte es dann in der Nacht mit zwei Scheinwerfern an ja geistesgegenwärtig hat er dann in dieser situation sein Motor angeschalten und ist im rechten Winkel unter Vollgas ausgewichen und konnte praktisch Abstand zum Fischer gewinnen und auch er ja hat sich gefragt, was war denn das? Wir wissen es beide nicht, aber für unser Gefühl auf der Manatee nutzen wir diese Situation nun als Erfahrungsgewinn. Und technisch ist es natürlich gut, wenn am AIS Gerät die Sendefunktionen Abgeschaltet werden kann, das vor allem schnell. Und ja, im Grunde war das unser einziger unplanmäßiger Zwischenfall. Ja, planmäßige Zwischenfälle waren nach circa 1000 Seemeilen Regengebiete mit Windwalzen. Ja, die werden ja auch äh, Squall genannt. Und äh, solch ein Squall holt einen dann praktisch von Achtern ein. Und dann muss man in der Lage sein, auf solch einen Squall ja praktisch immer wieder zu reagieren. Unser erster Squall erwischte mich in meiner Nachtwache und dauerte in seiner Heftigkeit wenige Minuten, aber der starke Regen. Der dauerte ca. drei Stunden an, worüber ich im Grunde aber sehr, sehr äh, zufrieden war, weil das Boot endlich mal ordentlich gewaschen wurde. Nach dem langen Aufenthalt äh, in den Kanaren und unserem Aufenthalt in Kap Verde war unser Boot wirklich dreckig, von Staub übersät, von äh, Sahara-Staub praktisch, äh, richtig ja, verkrustet schon. Und diese drei Stunden Regen haben unser Boot praktisch reingewaschen. Das war... Gut für unser Boot. Natürlich auch gut für unser Rick. <laughs> Wir hatten praktisch ähm, in dieser Situation so einen stetigen wahren Wind aus Nordost mit ca. 20 Knoten. Und unsere 65 Quadratmeter Genua war ausgebaumt und zog die Manatee praktisch durch den Atlantik. Und äh, Vorteil einer ausgebaumten Genua ist, dass auf beliebigen Kurs letztendlich über die Rollanlage das Segel gerefft werden kann. Und bei diesem Squall war das auch notwendig. Innerhalb weniger Minuten stieg die Windgeschwindigkeit von 20 auf 40 Knoten an und wehte dann beständig, doch ein paar Minuten, fünf bis zehn Minuten mit 40 Knoten. Und da ist es wichtig, dass das Segel natürlich rechtzeitig gerefft wird. Ja, was haben wir daraus gelernt? Es war gut, das Segel unter Einhaltung des Kurses schnell zu reffen. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, äh, dafür zu sorgen letztendlich, dass die Segel reffbar sind, wenn man auf dem Atlantik unterwegs ist. Weil diese Squalls kommen doch äh, ziemlich regelmäßig äh, achterlich an und in der Nacht äh, lassen die sich auch sehr gut identifizieren über das äh, Radarbild. Also die Regenradarechos sind sehr gut zu sehen, auch die Zuggebiete auf dem Radar. Ja, an dieser Stelle doch mal ein paar Worte zu unserer Besegelung. Ja, wir sind mit einem äh, vertikal durchgelatteten 45 Quadratmeter Großsegel unterwegs und einer 65 Quadratmeter Genua. Wir haben eine zweite Genua als Ersatz in der wachskiste auf ein äh, Leichtwindsegel jeglicher Art haben wir ganz bewusst verzichtet. Und äh, unsere beiden Segel, also Groß und Genua, können wir bequem aus dem Cockpit einrollen und bedienen. Ja, in der ersten Woche hatten wir ca. 30 bis 25 Knoten beständigen wahren Wind und Squalls haben sich äh, in der ersten Woche noch nicht bemerkbar gemacht. So sind wir praktisch mit unserem Großsegel natürlich gesichert mit einem Bullenstander gesegelt und noch. Nach der ersten Woche und ungefähr ca. 1000 Seemeilen haben wir dann das Groß komplett eingeholt. Wir sind dann mal in den Wind geschossen, äh, haben praktisch das Groß eingerollt und dann unsere Genua ausgerollt, ausgebaumt und einmal richtig eingestellt. Und ja, dafür gab es letztendlich auch zwei Gründe. Also der erste Grund war, dass der Wind sich abschwächte. Also vorher hatten wir so 25 bis 30 Knoten und jetzt hatten wir dann so stetige ähm, Winde zwischen 15 bis 25 Knoten. Und die ersten dunklen Wolken machten sich auch schon sichtbar. Ja, und die ausgebaumte Genua zog unsere Manatee mit weniger Wind sogar etwas schneller durch den Atlantik. Aber was soll ich sagen? Der Preis war ein mächtiges Geigen unseres Bootes. Immer wieder Rollbewegungen von Backbord nach Steuerbord. Also, das Boot hat sich äh, völlig anders verhalten als unter unserem Großsegel. Äh, das Großsegel wirkte doch stabilisierend äh, praktisch auf das Boot. Aber die Genua, die praktisch das Boot dann zieht, letztendlich, ja, da wirkte nichts mehr. Aber ja, wir haben uns darauf eingestellt und haben uns dann auch an die Bewegung gewöhnt. Wichtig dabei ist immer, sich gut festzuhalten, weil das Boot in ständiger Bewegung ist und je nach Wellenart kann es mal eine ruckartige Bewegung geben. Also da muss man dann immer sehr wachsam sein und sich ständig festhalten. Aber was ist unsere Erkenntnis daraus? Ja, ein zweites Vorsegel, ausgebaumt auf der gegenüberliegenden Seite, das wird ja auch als Passatbesegelung bezeichnet, kann solche Rollbewegungen mächtig dämpfen. Ähm, ein Segelfreund von uns, der mit uns in Mindelo gestartet ist, der hat genau solch eine Passatbesegelung äh, gefahren und berichtete letztendlich davon, dass sein Boot kaum geigte. Immer dann, wenn er beide Segel praktisch auch ausgebaumt hatte, lief das Boot ziemlich ruhig. Und ähm, ja, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Äh, es ist leider auf unserem Boot nicht so leicht realisierbar. Ich hatte ursprünglich immer den Wunsch eines Kutterstarks, also einen Kutterstark zu installieren, aber das ist bei einer Bavaria nicht ganz so einfach, weil letztendlich der kutterstark pötting auf dem Deck dann auch eine vernünftige Verbindung zur Rumpfstruktur benötigt. Und ähm, ja, an unserem Mast bräuchten wir dann praktisch einen zweiten Baumniederholer, einen zweiten Baum und das ganze Geschirr. Und irgendwie finden wir das Handling auf unserem Boot mit den zwei Segeln äh, ideal. Also momentan ist äh, unsere Einstellung, wir kommen mit den beiden Segeln sehr gut klar. Das Handling ist ideal für unsere kleine Crew. Wir sind zwei Personen auf unserem Boot. Insofern äh, scheuen wir uns davor, jetzt an dieser Stelle die Komplexität noch weiter zu erhöhen. Ja, mal ein Wort zu unserer Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit äh, über die gesamte Strecke von äh, 5,75 Knoten. Und wenn man berücksichtigt, dass wir entweder nur mit dem Groß gesegelt sind in der ersten Woche oder eben nur mit der Genua auf unserer äh, Passage in der zweiten Woche, ja, waren wir mit äh, dieser Geschwindigkeit doch recht zufrieden. Ein ausgebaumtes Kuttersegel hätte die Geschwindigkeit natürlich noch erhöht, ganz klar. Ja, und vor allem hätte es das ewige Rollen wahrscheinlich wirksam gedämpft auf unserem Boot. Aber wie gesagt, es ist ähm, ja die Frage der Komplexität und äh, diese Frage wollten wir uns eben auch äh, vorher nicht stellen und gegenwärtig äh, auch nicht. Eine Beobachtung hatte ich noch, als wir mit unserem Groß unterwegs waren. Unsere Großschot war nur auf einer Rolle am Baum umgelenkt und ich machte mir Gedanken, oh je was passiert denn, wenn diese Verbindung bricht und ein loser Baum bei Welle und Wind, ja, unvorstellbar, was äh, alles passieren kann. Also da kann man sich die schlimmsten Geschichten ausmalen vom Regverlust, vom Verletzungen, von ach. Ich möchte gar nicht drüber äh, spekulieren. Auf jeden Fall, das war äh, einer unserer äh, ersten Verbesserungsaktionen dann in Lemarin. Wir haben passende Rollen gekauft und die Sicherheit durch eine zweite Rolle am Baum erhöht. Am Traveler haben wir eine Dreifachsicherung. Ich zeige euch das äh, mal auf einigen Fotos. Schaut doch gerne auf äh, meiner Webseite www.boote-und-technik.de ähm, Dort werde ich unter Boote und Technik bei den äh, ergänzenden Informationen zu jeder Podcast-Folge auch für diese Podcast-Folge ein paar Fotos präsentieren. Ja, während der Überfahrt haben wir bei der Segel- und Leinenführung immer darauf geachtet, dass weder Segel noch Leinen durch eine ständige Berührung dem Schamfielen ausgesetzt sind. Ein Punkt noch, aus dem wir gelernt haben, kurz vor unserer Abfahrt in Mindelo hat mich Heike nochmal in unser Rick gezogen und ich habe eine RIG-Kontrolle durchgeführt. Ja, was soll ich sagen? Ein Kadel war am oberen Terminal unseres Babystark gebrochen. Ja, eigentlich völlig untypisch, dass die Kardelen am oberen Terminal brechen, aber es war so. Man muss sagen, dass das Babystark auch doch ganz schön belastet wird bei uns, wenn der Mast, also es soll ja Mastpumpen verhindern letztendlich und das tut es auch, deswegen steht da auch eine ganz schöne dynamische Belastung drauf, und sowohl eine Zugbelastung als auch eine Druckbelastung und ich sag mal die Haltbarkeit eines ähm, Kardells oder der der Stahlseile sind endlich, muss man ganz klar sagen. Ich habe dann äh, auf äh, dieser Grundlage das Babystark sofort abgebaut, äh, bin damit zum Yachtservice gegangen in Mendelo und in vier Stunden hatte ich ein neues Baby -Stark. Ich wusste, dass der Yachtservice in Mendelo bei Gotthard Yacht in Deutschland bestellt und es konnte auch äh, auch der Nachweis der Herkunft des Edelstahltrates als auch der Terminals erbracht werden. Das ist immer wichtig, denke ich. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle an Boot CV in Mendelo mit Kai Brossmann an der Spitze. Ja, was lerne ich aus dieser Situation? Die Rekontrolle nicht auf dem letzten Drücker durchzuführen. <laughs> ja, so ist das. Was braucht ein Boot? ja um mehrere wochen auf einer passage zu segeln dieser frage möchte ich doch gern mal etwas äh, tiefer beleuchten ja das ist natürlich in erster linie davon abhängig von den bedürfnissen der crew ganz klar äh, daher möchte ich mich auch dieser frage aus unserer perspektive auf der manatee annähern ähm, Wer in einen meiner ersten Podcasts schon reingehört hat, spielt der Komfort bei uns an Bord ja eine doch sehr wichtige Rolle. Und äh, ich beginne mal bei den Grundbedürfnissen, auch auf der Passage, dass äh, wir uns natürlich regelmäßig äh, waschen wollen, die Toilette nutzen. Wir haben auch auf unserer Passage unsere Dusche genutzt. Was die Nutzung der Toilette angeht, ist es sehr vorteilhaft, wenn sich auf einem Boot eine Toilette auf der Steuerbordseite und eine auf der Backbordseite befindet. Je nachdem, auf welchem Bug gesegelt wird, kann dann praktisch die Nutzung vorteilhafter sein. In der zweiten Hälfte mit den ständigen Rollbewegungen ja, spielte dieser Aspekt aber keine entscheidende Rolle. Ja, die Wasserversorgung auf einer Passage, wir hatten immer ausreichend Trink- und Brauchwasser. Wir haben damit auch überhaupt nicht gespart. Unser Wassermacher lief zweimal bei etwas ruhigeren Bedingungen und füllte die Tanks praktisch wieder auf. Als Sicherheit hatten wir noch einige Liter Trinkwasser in Flaschen dabei, falls irgendetwas an der Technik versagt oder es nicht möglich ist, ja, frisches Trinkwasser praktisch unterwegs zu produzieren. Und einen Teil des Vorrates in Flaschen haben wir auch bereitgehalten, falls wir in die Rettungsinsel umsteigen müssen. Als Sicherheitsausrüstung spielt die Rettungsinsel ja doch eine sehr wichtige Rolle. Ja, der Gedanke, dass wir auf unserer Passage mit Treibgut kollidieren, ist mir immer wieder gekommen. Beruhigend war auf unserer Passage, dass wir oft Begegnungen mit anderen Booten, vor allem mit Frachtern, hatten. Im Notfall ist man dann ja nicht allein auf dem Atlantik. Es gab aber auch oft Strecken ohne einem einzigen AIS-Signal um uns herum und somit auch keine Möglichkeit zum Funken. Für Notfälle ohne die möglichkeit den ukw-funk zu nutzen haben wir unser satellitentelefon immer betriebsbereit gehalten es ist am kartentisch in einer ladeschale immer vollgeladen und hat über eine externe antenne auch immer satellitenverbindung an unserem kartentisch und im grabbag befinden sich auch äh, eine notfallkarte mit allen wichtigen informationen darauf so auch die rufnummer von bremen rescue und Boote, die unter der deutschen Flagge äh, fahren, äh, dürfen letztendlich Prim, Premium Rescue immer anrufen. Und äh, sie stehen dann äh, für eine Rettungskoordination praktisch zur Verfügung. Ja, ansonsten haben wir meistens und äh, zwischen Sonnenunter- und Sonnenaufgang immer eine Rettungsweste mit Mobboje getragen. Der Wachhabende war in unserem Mittelcockpit wenn allein in der Nacht auch immer mit einer Rettungsleine mit dem Boot verbunden. Technisch ging mir immer wieder durch den Kopf, was machen wir denn, wenn der Autopilot versagt, viele hundert Seemeilen per Hand zu steuern, ist ein, äh, ein wahnsinniger Kraftakt für eine zweiköpfige Crew. Ja, von vornherein präventiv kontrolliere ich natürlich immer die Leichtgängigkeit unserer Ruderanlage. Äh, die Bauenzüge und die Ketten werden von mir regelmäßig gewartet. Aber dass der zentrale Motor des Autopiloten einmal versagt oder die elektronische Steuerung ihren Geist aufgibt, ja, das ist ja nicht unwahrscheinlich. Meine Vorgehensweise, die ich mir dann immer so überlegt habe, ist erst einmal die Ursache zu finden und möglicherweise, wenn die Ursache klar ist, dann die Reparatur einzuleiten. Unterwegs habe ich auch mehrmals getestet, wie das Boot läuft, wenn das Ruder festgestellt wird. Aber die Wellenbewegungen und der Wind erfordern im Grunde ständige Korrekturen. Da sind Boote mit einer Windsteueranlage dann auch deutlich im Vorteil. Ja, zu diesem Punkt Windsteueranlage, aber auch Hydrogenerator möchte ich euch etwas sagen. Wir haben auf unserer gesamten Passage nicht einmal unsere Schleppangel ausgebracht. Der Grund sind die Braunalgen. Also wir nennen sie Braunalgen. Die waren praktisch unsere ständigen Begleiter. Mit, mitunter formieren sich diese Braunalgen zu richtigen Teppichen. Und durch solch einen Braunalgenteppich fährt dann das Boot einfach durch. Und die Funktion einer Windsteuerung oder auch ein Hydrogenerator können durch die Braunalgen doch gestört werden. Grundsätzlich halte ich auch nicht viel davon, am Spiegel eines Bootes ja installierte Einrichtungen irgendwie hinterherzuziehen. Oft sind die Befestigungspunkte eine doch sehr erhebliche Schwachstelle und sind in der Lage, das Boot über den Heckspiegel mit Wasser zu fluten. Also Vorsicht und immer mit deiner Werft des Vertrauens geeignete Befestigungen für solche Anlagen äh, zu identif identifizieren. Ja, welche grundbedürfnisse hatten wir noch auf unserer atlantiküberquerung unser morgendlicher kaffee ja und die regelmäßigen mahlzeiten wir haben am abend zum sonnenuntergang auch immer etwas warmes gegessen wir nutzten für die zubereitung unseres kaffees und unserer mahlzeiten den elektrischen strom aus der steckdose dazu haben wir unseren generator eingeschaltet und dieser lieferte gleichzeitig ladestrom für unsere akkus im Grunde ist das Energiemanagement auch auf einer Passage ja doch ein sehr, sehr wichtiges Thema, vor allem wenn der Autopilot auch Strom benötigt. Der Strombedarf auf einer Passage ist äh, natürlich deutlich höher als auf dem Ankerplatz, das ist klar. Aber da verweise ich einfach mal auf meinen Podcast Nummer 11, Energiemanagement für Langfahrer am ja, Blauwasser. Und äh, sorgen, dass wir nicht genug Energie an Bord haben. Hatten wir nicht wirklich. Ähm, wenn der Generator versagen würde, dann muss der Dieselmotor halt mit der Lichtmaschine die Akkus laden. Das funktioniert auch, hat sich ja auch schon bewährt. Und unser Windgenerator, ein Silent Wind 400 Plus, hat auch fleißig rund um die Uhr Strom produziert. Also ähm, mit diesem Generator sind wir sehr zufrieden, auch bei Downwind. Und wir hatten ständig ja so um die 20 bis 25 Knoten. Äh, in der zweiten Woche produziert er wunderbar Strom. Ich denke mal so ungefähr 10 Ampere im Schnitt. Und das sind über 24 Stunden natürlich auch 240 Ampere Stunden. Ähm, das ist nicht wenig. Ja, was mir aber immer wieder durch den Kopf schoss, war der Gedanke, dass es Probleme mit dem Laufenden oder Stehenden gut geben könnte. Ja, ich gehe bei meinen Gedanken auch immer vom schlechtesten Fall aus. Also was passiert, wenn wir das Rig verlieren? Nach mehr als 1000 Seemeilen hatte ich dann als Notfallmaßnahme die Option, irgendwo Land in Richtung Westen unter Motor zu erreichen. Das beruhigte dann so ein wenig meine Gedanken. Den Weg zurück mit dem Motor gegen Strom, Wind und Welle. Also das möchte ich mir nicht vorstellen. Ja, im Grunde gab es keine Beunruhigung, was unser Rig betrifft. Die 19 zu 1 Drahtseile und alle Terminals werden von mir ja regelmäßig sehr akribisch auch kontrolliert. Ähm, bei Serienjachten und unser Boot ist ja eine Serienjacht ist auch ein kritischer Punkt immer der zentrale die zentrale Pütting-Befestigung dort wo an Deck die Ober- und Achterlichen Unterwanden praktisch bei gefeilten Zahlingen zusammenlaufen wenn sich eine solche Befestigung löst ja dann ist ein kompletter Mastverlust letztendlich vorprogrammiert Mehr zu diesem Thema könnt ihr auch gern in meinem Artikel, den ich in der Yacht Nummer 4 dieses Jahres veröffentlichen durfte, lesen. Es geht um die Kontrolle des Ricks und vor allem, was bei einem Austausch des stehenden Gutes ja, beachtet werden muss. Ja, wir haben auf unserer Manatee. Auch solche zentrale Püttinge. Was man dazu wissen sollte, ist einfach, dass die Pütting-Deckverbindung, so ist es bei unserem Boot zumindest, nur 20 Prozent der Last aufnimmt. 80 Prozent der Last wird durch die Verbindung Pütting-Eisen zur Rumpfstruktur aufgenommen. Deswegen ist diese Verbindung auch sehr genau zu prüfen. Es muss auch. Ja, sichergestellt werden, dass ähm, keine Feuchtigkeit dort eindringt, beziehungsweise sich äh, Feuchtigkeit beziehungsweise Korrosion breit macht. Ähm, ich habe es schon gesehen, dass pöttingeisen direkt am unteren Gewinde gebrochen sind. Nicht nur ähm, also bei einer Serienjacht, sondern auch bei unterschiedlichen Herstellern. Ja. Da muss man doch Augenmerk drauf geben. Meistens trinkt an dieser Stelle des Pöttings Wasser ein und das salzhaltige Wasser fördert letztendlich unterdeckt die Korrosion, unabhängig jetzt mal vom, äh, vom von, von der Befeuchtung des Laminats, des Sandwich-Lamina, äh, des Sandwich-Decks, ähm, wenn Korrosion an der Püttingplatte stattfindet oder wenn Korrosion am Pütting-Eisen stattfindet, dann ist das sehr, sehr gefährlich und da muss man im Prinzip Obacht geben. Ja, nur nochmal <laughs> dieses Thema kurz äh, angehoben. Ja, im Grunde drehten sich meine Gedanken immer um das RIG und dem Autopiloten. Das sind zwei doch äh, sehr zentrale äh, Komponenten auf unserem Boot. Sorge, dass jetzt äh, bei Ankunft der Motor versagt, hatte ich nicht. Äh, wir sind äh, vor Wasser im Diesel auch durch äh, Dieselschlamm in der Kraftstoffleitung zum Motor sehr gut geschützt. Aber ich möchte das Thema hier auf jeden Fall nochmal ansprechen. Wir hatten äh, Funkkontakt zu zwei Booten auf der, Überfahrt, äh, auf der Überfahrt, deren Motor versagte. Ja, das scheint doch äh, ein Problem zu sein. Nach unserer Ankunft in Martinique hatten wir aber dann trotzdem doch einen sehr ärgerlichen Schaden und zwar an unserem Tagestank. Äh, dieser Schaden machte sich aber erst viel später bemerkbar. Ärgerlich war dieser Schaden deswegen, weil er doch vermeidbar gewesen wäre. Ja, da muss ich Asche auf mein Haupt streuen. Meine Konstruktion der Tankhalterung für unseren Tagestank war Moax und führte letztendlich zu einem kleinen Spannungsriss am Tank. Ich stelle euch die Fotos gern auf der Webseite Boot und Technik zur Verfügung. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Ähm, daraus kann man ja im Prinzip lernen. Ja, was ist passiert? Also wir stellten an einem Nachmittag in der Ankerbucht St. Anne vor Martinique Dieselgeruch fest. Wir waren vorher zehn Tage in der Marina, da war alles noch in Ordnung. Dann sind wir rausgefahren nach St. Anne, haben geankert, haben praktisch so das erste Karibik-Feeling für uns äh, inhaliert, kamen äh, von einem Landgang zurück und stellten Dieselgeruch fest wir begaben uns dann auf die Suche, woher dieser Geruch kommt. Wir haben schnell die Ursache gefunden, wir entdeckten praktisch kleine Tropfen an unserem Tagestank und der Tagestankhalterung und in der Motorbilge stand auch schon eine kleine Pfütze mit Diesel. Ja, wir hatten noch mal Glück äh, und konnten praktisch den Tagestank sofort abpumpen, weil unsere Haupttanks nicht zu 100% gefüllt waren. Die 90 Liter, die im Tagestank waren, haben wir dann in den Backbordtank umgepumpt und danach habe ich sofort den Tank ausgebaut. Heike hat bei einer ersten Sichtung sofort den kleinen Riss im unteren Bereich entdeckt. Und bei genauerer Untersuchung sah dieser Schaden dann auch aus wie ein Spannungsriss. Also, es war kein Materialfehler oder so etwas, es war irgendwie ein Spannungsriss an einer Stelle. Wo eine ungewöhnliche Belastung auftrat, und meine Vermutung war dann, dass es die Ursache war, die Lagerung auf den Trägern im Motorraum. Ja, daraus schlossen wir Konsequenzen und installierten eine neue Auflagefläche für den neuen Tank. Vorher habe ich noch Versuche unternommen, den Tank zu reparieren, habe dabei auch viel gelernt und äh, gleichzeitig aber einen neuen Tank äh, beschafft. Die Beschaffung des gleichen Tanks ist uns nicht gelungen, aber vom gleichen Hersteller mit den gleichen Abmaßen außer einer geringeren Höhe, somit auch eines geringeren Volumens. Wir hatten vorher 100 und Liter und jetzt haben wir 65 Liter, was aber völlig in Ordnung ist. Was wichtig ist bei unserem neuen Tank, die Anschlüsse des alten Tanks passen exakt auf den neuen Tank und unser Projekt Tagestank 2.0 dauerte dann in Summe ja, drei Tage und nun sind wir froh mit verbesserter Halterung und auch Tankentlüftung dieses Thema wieder im Griff zu haben. Haben. Ja, aber im Nachhinein stellte ich mir vor, dass diese Arbeiten doch erheblich schwieriger gewesen wären, wenn solch ein Schaden während einer Passage auftritt. Also da hatten wir einfach nur großes Glück und ich hoffe, dass uns weiterhin das Glück nicht verlässt. Und ja, das sind so im Grunde die Gedanken gewesen während unserer Atlantiküberquerung aus einer doch sehr reinen technischen Perspektive. Wie immer freue ich mich über Feedback von euch. Am besten, ihr schreibt mir eine E-Mail. Meine Kontaktdaten findet ihr ja auf meiner Webseite bote und und meine E-Mail-Adresse lautet fr. Ich verabschiede mich, bis bald und liebe Grüße von der Segeljacht Manatee, euer Frank.